So, hallo zur nächsten Adventure Map und dieses Mal, ich weiß nicht, ist eine eher unbekanntere, denke ich mal, es waren nicht so viele Beiträge im Forum. Es geht um die Map Dungeon Runner und hier haben wir verschiedene Levels zum Durchspielen. Dungeon 6 Pro, Dungeon 5 Advanced, nee, das haben wir nicht. Wir müssen hier wohl bei Basic anfangen. Ich muss sagen, ich habe eben gerade vorher in ein paar Minuten schon mal die Map angezockt, in Anführungszeichen, damit ich sehe, was mich so erwartet. Ich finde es soweit eigentlich ganz interessant, also ich denke mal schon, dass wir hier so ein bisschen, ja, Spaß haben werden, formuliere ich das Ganze jetzt mal. Es heißt Dungeon Runner, das heißt, wir werden wohl die Sprint-Taste gedrückt, Dauer gedrückt haben müssen. Ich nehme mir mal einen Apple mit und, ja, es muss auf Peaceful gestellt sein, in dem Fall, dass einem die Sprint, oder dass einem das Sprint nicht ausgeht. So, also hier vorne Dungeon Nummer 1 Basic. Das wäre jetzt erst Parcours und da düsen wir mal durch. Und ja, es ist in erster Linie eine, wie gesagt, eine Jump Map. Und ich werde jetzt wohl hier etwas üben für die nächsten Togethers mit Concrafter zum Beispiel, dass ich besser im Jumpen bin. Und da fangen wir hier ganz einfach mal an. So, und es geht auch schon los. Ich muss sagen, aber ich würde sagen, es ist eine Jump Map. Das heißt, Dauersprint gedrückt halten und Augen zu und durch. Ich muss sagen, dieses Level habe ich schon einmal gemacht, wenn ich ehrlich bin, also ich müsste es eigentlich hinkriegen. Nur so, um es mal anzuzocken, hatte ich das gemacht, Sekunde mal. Ich müsste übrigens auch nochmal eine Stoppuhr stellen, damit ich ungefähr die Parts abschätzen kann. Hier ist mein Handy, Start, okay, jetzt läuft die Stoppuhr. Muss halt ein bisschen kürzer dann machen, keine kompletten 15 Minuten jetzt. So, dann würde ich sagen, starte ich mal durch und guck mal, was ich hier so hinkriegen kann. Vor allem auch mit der Framerate, die ja nicht so gar nicht berauschend ist. 26 habe ich gerade. Na toll, jetzt habe ich gerade wieder beim Sprinten gefailt, weil ich mittendrin wieder irgendwas... Na. Übrigens, die goldenen Äpfel sind jetzt auch weg. Ich würde sagen, ich probiere es ohne goldenen Äpfel. Das sollte jetzt nicht so schwer sein eigentlich, aber irgendwie... Na, ich ist jetzt ruckartiger, als wenn ich so normal spiele. Und wenn ich gegen die Wand laufe, ist der Sprint natürlich auch weg, muss ich aufpassen. Wie geht's hier runter? Da hoch, da lang, da lang und da lang. Oh, nee, nicht da lang. Ah, oh, verfehlt. Scheiße. Okay, okay, okay. Ja, ich habe es zwar schon einmal geschafft, aber so ganz leicht ist es jetzt doch nun auch wieder nicht. Für mich ist es in dem Fall noch ruckeliger als zuvor. So. Nein, 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 nein. Was war denn das jetzt? Ich schaff's nicht mehr über die drei Blöcke drüber zu springen auf einmal. Ist ja furchtbar. Ich probiere es nochmal. Okay, geht noch, aber ich sprinte gerade gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. So und so. Bam. Okay, eigentlich hätte ich jetzt hier weiter sprinten können. So, jetzt da wieder. Nein, 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 nein. Das war jetzt nicht gesprintet. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Puh. Okay. Ist schon relativ weit in dem Fall. Okay, so. So. Und. Nein. Oh. Ich habe doch Doppel-W gedrückt. Okay, das wird also jetzt sehr lustig. Viele Fails sind drin und alles Mögliche. Okay, nochmal laufen, 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 runter, 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 runter. Und dann jetzt hier vorne Sprint, Sprint, Sprint. Ja, so, so, so. Okay, jetzt bin ich gegen die Wand gelaufen. Ist das Sprinten weg? Da muss man verdammt nochmal aufpassen. Nein. Das war doch schon wieder kein Sprint. Ich weiß nicht, was los ist. Entweder bin ich zu doof, oder? Vorhin da ging es doch auch. Vorhin da ging es doch auch. Ich habe es doch schon mal hingekriegt. Aber jetzt irgendwie auf einmal nicht mehr. Liegt es am Aufnehmen? Ist das jetzt der Vorführeffekt, oder? Ich denke es mal. Weil eigentlich soll das Ganze ja klappen. Jetzt. Vielleicht liegt es daran, dass ich nebenbei mich noch aufs Reden konzentrieren muss. Das kann auch sein. Nee. Komm, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Yay, geschafft. Okay, so. Das wäre schon mal die erste Etappe. Och nee, oh, das war nicht gesprintet. Ich drück doch Doppel-W. Eigentlich wäre es logischer, wenn man, oder besser, wenn man nicht Doppel-W drücken musste, weil dann ist man wieder raus. Also wenn man einfach nur das Sprinten auf eine einzelne Taste legen könnte. Wo geht das in den Controls? Sprints? Nein, geht nicht. Schade. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Naja, was soll's. Probieren wir es halt weiter. Jump. 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 Ach ja, übrigens.
Den Download-Link, den gibt es natürlich in der Beschreibung. Also, wer den haben möchte, einfach mal nachgucken. Nein! Jetzt bin ich gegen die Wand gelaufen, Sprint war schon wieder raus. Ich muss Dauer auf Sprint sein. Also, Download-Link, wer sich das Ganze ziehen möchte, durchprobieren möchte, wie gesagt, in der Beschreibung. Das wird auch unter jedem Video drunter sein. Ich kopiere die Beschreibung einfach immer. Und dann... Ach komm, ist ja nicht mehr lustig jetzt. Ich will nicht wissen, wie viele Fails da noch kommen werden. So, so. Ah. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war mit den Jump Maps. Ich habe keine Ahnung, ob es langweilig oder lustig ist. Das müsst ihr mir in diesem Falle sagen. Ich kann nichts weiter tun, außer einfach durchprobieren, wie weit ich komme. Ich habe das Level doch schon einmal geschafft. So, ich muss konzentrierter, glaube ich, sein. Das ist das Problem. Weil ich halt hier rede, gestaltet sich das Ganze etwas schwieriger. Mit dem Konzentrieren und... War das jetzt gesprintet? Ja. Nein, 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 nein. Doch, ich glaube, es liegt daran. Vielleicht muss das Ganze nachsynchronisieren. Wäre es denn das, wenn Gabriel durchspringe und das Ganze nachsynchronisiere? Obwohl, na okay, es wäre dann halt doppelte Arbeit, aber... Nee, komm, zieh mal durch. Sprint, Sprint, Sprint. Weil dann wäre es auch nicht mal so lustig, wenn man irgendwo reinfällt. Also kein Nein oder sonst was. Oh, da bin ich wieder reingefallen. Oh, tschüss, Entschuldigung. Das ist ja noch Level Easy hier gerade. Ich will nicht wissen, wie dann hier die Pros sind. Das wird dann extrem hart sein dann. Also für mich. Ah, okay. Wir sind also schon mal weiter, als wir bisher jemals waren. Es liegt, glaube ich, am Dauersprinten. Man darf es nicht. Ja. So. Loslassen. Keine Sprint. Ah, okay. Geschafft. Press the button und right-click. Okay, jetzt leuchtet die Fackel. Und es passiert nichts. Muss jetzt irgendwie zurück, oder was? Geht auch eigentlich gar nicht, oder? Ne, zurück können wir nicht. Da ist man ja einmal tief runtergesprungen und... Er muss hier Suizid begehen, oder was? Komm, bin ich jetzt gleich wieder am Startpunkt. Respawn, zack, Startpunkt. Und Tor Nummer 2 ist noch zu. Muss man hier so einen Button vielleicht drücken. Und... Oh, okay, nix. Jetzt ist offen. Okay, Dungeon Nummer 2, das heißt, das Basic haben wir geschafft, jetzt geht's weiter mit einfach. Okay, achso, hier oben ist Dungeon Nummer 7 für Master. Okay, wir waren jetzt weiter bei einfach, sind da stehen geblieben. Und das wäre in diesem Fall hier easy. Mal ganz kurz gucken, jetzt geht's erstmal nach oben. Okay. Und hier ist ein Gitter mit, oh nein, nicht runterfallen, Lava. Und, nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht. Das ist jetzt das, was uns als nächstes erwarten wird. Und, ich probiere es halt einfach mal. Zack. So, ganz kurz. Anlauf nehmen und sprinten. Sprinten, sprinten. W, nicht loslassen, nicht loslassen, nicht loslassen, nicht loslassen, nicht loslassen. Wow. Nein! Jetzt bin ich gegen die Wand gesprungen, hat man es gemerkt? Verdammt, und jetzt bin ich wieder ganz unten. Jetzt darf ich wieder hochlaufen, das dauert auch wieder ewig. Aber zum Glück brauchen wir kein Food oder ähnliches. Das spart schon mal jede Menge nicht, dass man mit einem Sprinten so immer geht, dann das ganze Food aus. Also die Hungerleisten meine ich, dass man nicht mehr sprinten kann. Und Jump, Jump, Jump. Nein! Nein, 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 nein. Ich kann es nicht. Da bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder versuchen, bis es geht. Eine Sache noch, ich weiß nicht, wie weit ich diese Map spielen werde, weil es wird bestimmt Stellen geben, an denen es einfach so ist, dass man selbst nicht mehr, sage ich jetzt mal, weiterkommt. Oder wo ich nicht mehr weiterkomme, wo es dann, glaube ich, so eine praktisch Endstelle ist, dass man sagen muss hier, nee, das geht nicht mehr, es wird zu langweilig, ich komme einfach nicht weiter oder die Stelle schaffe ich nicht. Nein, ach, komm schon. Sehr fies. Die Pistons sind zu kurz ausgedehnt. Das heißt, ich komme da nicht durch und krieg immer gleich eine auf die Fresse. Oder fallt irgendwo rein, was dann ziemlich unangenehm ist. Wenn die Wege ein bisschen kürzer wären, wäre es vielleicht besser, aber.
Muss jetzt mal vom Startpunkt hier kommen. So, jump, 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 jump. Nein! Boah, das war knapp. Ich habe gemerkt, dass Sprinten weg ist. Oh, kein Sprinten. Und nochmal von Neuem. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Hoch, 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 hoch. Obwohl ich mich über die Frame Rate nicht beschweren kann. Satte 30 die ganze Zeit schon. Wunderbar. Ist halt doof, wenn du springst und dann gibt es einen Einbruch. Also in der Frame Rate, nicht bei dir im Haus. So, so. Nein, warum, warum? Ich bin gegen die Wand gelaufen und schon war wieder Endstation. Ruckel die, ruckel die, ruckel die, nix da. Ach so, der Regen hat angefangen. Jetzt regnet es auf einmal noch. Das kann man hören jetzt im Hintergrund. Ich kann den aber nicht ausschalten. Ich habe hier kein Bett oder sonst was. Oh, dieser Regen, das ist jetzt ein bisschen nervig. Warum muss das jetzt regnen? Wow. Nee, das war jetzt ruckelig. Das lag jetzt nicht an mir. Das war geruckelt. Jetzt regnet es draußen und es verbraucht mehr. Kann man den irgendwie ausstellen? Options, Video Settings. Puh. Details. Rain and Snow. Fast. Off. Müssen wir eventuell machen. Ach nee, das. Ist das nur für die Animation, aber nicht für den Regen an sich. Das heißt, das Geräusch wird besser, wird noch da sein. Kann man irgendwas machen? Nee. Squeeze-Gel. Nee, das ist was anderes. Gut. Back to game. Und wir probieren es noch einmal. Es rauscht immer noch, aber ich hoffe mal, dass der Regen da draußen jetzt nicht fällt. Das heißt, die Animation oder es muss nicht gerendert werden oder was auch immer. Dass wir es ohne Ruckeln durchziehen können. Eins. Na! Ah! Zu früh gesprungen. Zu früh gesprungen. Aber ich muss sagen, eine Folge und ein Dungeon fertig geschafft. Ist doch schon mal was. Oh yeah. Und deswegen ein Brennen, das ist doch auch schon mal was, oder? Ums Eck und einmal durch die Lava durch. Der Regen, der könnte sich jetzt eigentlich gerade mal verziehen. Ich warte kurz, bis er fertig ist, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit so, ouch, wild um mich schlage, dann wird das nichts. So. Nein! Was war das jetzt? Zu spät gesprungen. Da war noch eine Treppe und als ich beim Runterlaufen über die Treppe bin, wollte ich springen, kam nichts mehr und ich bin direkt ins Nichts gelaufen. Na klasse, na klasse. Ich frage mich, wie weit oder wie groß das hier noch ist, weil wenn ich nicht mal da oben bis zu der einen Stelle da durchkomme, dann ist es schon hart. Was? Warum ruckelt es jetzt? So, 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 so. Ah, nein, nein, nein. Hier, warum hänge ich immer hier? Immer hier und am Anfang ruckelt es immer extrem. Das liegt jetzt aber wirklich nur am Regen. Obwohl, eigentlich müsste ich auch Regen verkraften können. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe sogar Optifine drin. Es ruckelt immer noch. Falls jemand, ouch, Ahnung hat, wie man Optifine besser konfigurieren kann oder was mir noch einstellen könnte, damit das Ganze besser läuft, dann könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren schreiben, weil ich habe so keine Ahnung. Ich habe einfach mal so ein paar Sachen ausgestellt, die echt unnötig sind. Und einen Anlauf probiere ich noch und dann ist die Folge zu Ende. Das heißt, das wird der letzte Anlauf in dieser Folge sein. Und die nächsten Fails gibt es in der nächsten Folge. Obwohl, ja. Das ist hier schon wieder so ein Ding, was absolut nicht meins ist. Okay, das war kein Lauf. Einen will ich unbedingt machen. Ist jetzt gerade ein Muss. Ich könnte mir ein Bett hinstellen, dass eventuell ich irgendwann mal pennen kann und dass der Regen weg ist, aber ich habe ja hier im Survival keine Sachen, die ich dann aufs Bett holen könnte. Das ist schade. Ach komm, jetzt ruckelt schon wieder. Nein! Respawn. Okay. So viel dazu und in diesem Falle sehen wir uns jetzt gleich in der nächsten Folge von Dungeon Runner. Beziehungsweise Spark haut sie mal wieder aufs Maul. Okay, das wär's gewesen. Bis gleich oder bis demnächst, je nachdem wie die Videos jetzt kommen.